Hallo liebe Familie Eimig Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einer Neuigkeit von Rovio. Denn die Angry Birds Macher haben Angry Birds Star Wars 2 angekündigt. Der Nachfolger kommt wenig überraschend, hat sich Teil 1 nach eigenen Angaben doch mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Teil 2 wird sich an den Star Wars Episoden 1 bis 3 orientieren. Der Titel wird einige Star Wars Figuren integrieren, welche in Teil 1 noch nicht zugegen waren, wie zum Beispiel den jungen Anakin Skywalker, Mace Windu und Darth Maul. Außerdem können Spieler auf die Pork-Side wechseln und so das Spielgeschehen aus Sicht der Schweine erleben. Als besonderes Feature könnt ihr zudem die Hasbro Teleport Spielfiguren über die Kamera eures Smartphones oder Tablets ins Spiel bringen. Weiteres Merchandising ist zudem bereits in Vorbereitung. Angry Birds Star Wars 2 wird für iOS, Android und weitere Plattformen am 19. September 2013 erscheinen. Wie steht ihr zu dem Angry Birds Hype? Findet ihr es cool oder habt ihr genug von dem Ganzen? Schreibt eure Meinung wie gewohnt in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian. We have Darth Vader Pig in our sights. Chewie, you're our only hope. You ready for this? Let's give it one more shot. In 3, 2, 1. It worked! I can't believe it really worked! Yes! New Angry Birds Star Wars 2. New stories. New levels. New characters. New powers. New sides to fight for. And introducing telepods. For the first time ever, teleport your figures into the app. Customize your lineup and choose who you launch. All new Angry Birds Star Wars 2 featuring telepods. Download the new app September 19th and look for telepods wherever toys are sold.